Frau Schneider. Annie Bianca Seide hat angerufen. Sie hat gesagt, es ist sehr, sehr dringend. Ihre beiden Kinder haben plötzliches Fieber bekommen und der Kinderarzt liegt mit Mumps im Bett. Ein Kinderarzt, der mit Mumps im Bett liegt? Naja, soll es auch geben. Wie alt sind die Kinder? Es sind Zwillinge. Sind erst vor 3 Wochen auf die Welt gekommen. Ah, süß. Wie hoch ist das Fieber? 39,9 hat sie gesagt. Okay. Rufen Sie zurück und sagen, ich kümmere mich drum, ja? Danke. Seidel? Herr Dr. Grover, nehme ich an. Ja. Ach, erstmal nachträgliche Gratulation zur Geburt der Zwillinge. Danke. Ich bin zwar jetzt kein Arzt, aber ich hoffe, ein paar Waden wickeln und die Buben sind wieder fit. Ich glaube nicht, dass ich bei Neugeborenen zu Wadenwickel greifen werde, aber zur Beruhigung, hohes Fieber ist bei Säuglingen nicht ungewöhnlich. Kommen Sie rein. Danke. Also bei beiden sind die Atemwege frei und wie ich sehe, hat sich das Fieber bei beiden seit ihrem Anruf erhöht. Bei Jan 40,2, bei Ben 40,4. Andersrum, Jan und Ben. Mein Mann hatte anfangs auch Schwierigkeiten. Er hat sie sogar heimlich markiert. Kann ich verstehen. Also das ist Jan und das ist Ben. Gut, ich sehe bei beiden eine leichte Gelbfärbung der Haut. Das wäre ein Indiz für mich, für die Neugeborenen. Gelbsucht, die wird sich ins Krankenhaus bringen. Ins Krankenhaus? Aber wieso diese Gelbsucht? Die hatten sie doch schon direkt nach der Geburt. Und die Ärztin hat gesagt, sie sind wieder völlig gesund. Ja, die sind gesund. Ja. Wie Sie wissen, ich bin kein Kinderarzt. Der liegt noch selber mit Mumps im Bett. Und da die Kinder noch nicht so wahnsinnig alt sind, würde ich sie gerne ins Krankenhaus bringen. Ja, Dr. Grober hat recht, Ralf. Den beiden fällt sicher nichts Schlimmes. Ich fahre mit ihnen ins Krankenhaus und du schaust dabei, dass der Tiefenbach von der Molkerei den Vertrag verlängert, okay? Okay. Martin, kaum lässt man dich aus den Augen, da schleppst du schon wieder Patienten an. Ziemlich klein übrigens. Ja, die Mutter hat mir erzählt, dass sie hier auf die Welt gebracht hat. Eine gewisse Dr. Niehoff oder war Nein, zuständig. Dr. Imhofer. Ärztin auf der Gynäkologischen. Schickt bald den alten Hesse in Pension. Ja. Ist fertig? Ja. Kannst du sie anpiepen? Ja. Danke. Blutdruck bei beiden etwas zu niedrig. Und das Fieber ist auch noch mal gestiegen. Ebenfalls bei beiden. Okay, Paracetamol 20 Milligramm pro Kilo, ja? Was ist denn los? Frau Seidel, wir versuchen, das Fieber runterzukriegen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Sauerstoffsättigung fällt. Brochetinon 2 Einheiten. Was fehlt Ihnen denn? Frau Seidel, wir versuchen, die Lungenfunktion Ihrer beiden Babys zu stärken. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie draußen warten, ja? Aber... Beruhigen Sie sich, Frau Seidel, wir tun, was wir können. Und Sie warten am besten draußen, ja? Danke. Danke, Schwester. Dr. Imhoff hängt immer noch im Kaiserschnitt fest. Und, was ist los? Die beiden sind spastisch und drohen, ateminsuffizient zu werden. Mhm. Und? Sauerstoffsättigung steigt wieder, und zwar bei beiden. Und was fehlt den beiden? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Die akuten Symptome passen nicht zu einer Gelbsucht. Mhm. Wo ist denn diese Imhoff verdammt nochmal? Beim Kaiserschnitt. Kann doch nicht ewig dauern, dann geh los und hol sie bitte. Na, das kannst du mal schön selber machen. Ich habe schon genügend Frei in dem Haus. Ja? Frag dir mal warum. Ich habe mir gedacht, wir gehen hoch zum Jänner-Plateau. Da hat man einen herrlichen Blick. Was hältst du von der kleinen Planänderung? Die da wäre? Du kennst doch sicher die Marienkapelle oberhalb von Neudorf. Wie, du willst mit mir eine Bergkirche besuchen? Nein, ich habe dort meine ersten Arbeiten als Restaurator gemacht. Und ich dachte, wenn Clara unbedingt will, dass wir uns kennenlernen, zeige ich dir doch mal, womit ich so mein Geld verdiene. Hast du nichts dagegen, Hans, oder? Na, warum sollte ich? Ja. Vielleicht sollst du allerdings die Wahl deines Schuhwerks noch mal überdenken. Peter. Schauen Sie doch bitte bei den Patientinnen Schwarz und Buchmann ab jetzt jede halbe Stunde nach den Wehenschreibern, ja? Danke. Ah, Entschuldigung, ich suche Herrn Dr. Imhoff. Guten Tag, mein Name ist Dr. Gruber. Dr. Gruber. Ach, richtig, Dr. Gruber. Sie müssen entschuldigen, der Kaiserschnitt betraf eine HIV-Patientin. Da gehen wir extra vorsichtig vor. Ist klar, kein Thema. Es geht um die Zwillinge von Frau Seidel, hat Karnweiler gesagt. Ja,
Die beiden sind jetzt hier, beide haben hohes Fieber, beide haben eine Bronchospastik, die war aber rückläufig auf Bronchotinon. Was mich etwas irritiert hat, war, die Haut zeigt Anzeichen auf eine gestörte Leberfunktion. Deswegen habe ich das Blut ins Labor gesteckt, auf einen Bilirubinspiegel. Sie sind Kinderarzt? Ich? Nein. Ich bin nur in Vertretung. Der eigentliche Kinderarzt, der liegt mit Mumps im Bett. Ja, also eine neugeborenen Gelbsucht hatten die Zwillinge ja schon, soweit ich mich erinnern kann. Wie haben die Eltern die beiden denn jetzt genannt? Oh, der linke ist, glaube ich, Jan und der rechte Ben. Ja, so rum. Das passt zu Ihnen. Okay. Naja, also normalerweise endet unsere Zuständigkeit ja nach der Entlassung der Kinder. Aber ich denke, bei Frau Seidel kann ich eine Ausnahme machen. Sie war schon länger Patientin bei mir. Aha. Ja, ich habe so eine Studie über künstliche Befruchtung geleitet und da konnte ich bei Ihrem Kinderwunsch ein bisschen nachhelfen. Das hat zwar fast 3 Jahre gedauert, aber ja, was lange währt, das, ja, das wird dann endlich gut. Martin. Alexander. Schau dir das indirekte Bilirubin der Kinder an. Das sieht nicht gut aus, wenn du mich fragst. Jetzt haben wir ein Problem. Das ist kein Problem. Das ist eine Katastrophe. Kommen die Eltern als Spender in Frage? Nein. Die Kinder waren Rhesus-negativ und die Eltern Rhesus-positiv. Da bin ich mir leider sicher. Ach, Lisbeth, ich danke dir so sehr, dass ihr euch so um mich kümmert. Wirklich. Schmarrn. Ist doch selbstverständlich. Ach. Warte. So. Okay. Mhm. Was ist? Hast du denn Hunger? Oh. Soll ich da Suppen machen? Ach nee, Hunger habe ich eigentlich nicht. Oh. So, schau mal. Aber du könntest mir vielleicht einen Gefallen tun. Ja, welchen? Guck dir mal diese Zotteln an. Kennst du vielleicht eine Friseuse, die Hausbesuche macht und das vielleicht schon morgen? Eine Friseuse, die Hausbesuche macht? Puh, muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Aber wenn es dir Freude macht. Ja, das wird's. Das wird's sogar sehr. Ja, da rufe ich die Gerti an. Das ist die beste Friseuse bei uns im Dorf. Gut. Ups. So. Jetzt. Okay. Wenn du noch irgendwas brauchst, ruf ich. Andrea, bin froh, dass dir wieder besser geht. Danke dir. Guten Tag. Grüß Gott. Schön, dass du so schnell kommen kannst. Hallo. Wollen Sie mir kurz nach draußen gehen? Wir hatten mit Ihnen was zu besprechen. Danke, Schwester. Hallo. Grüß Gott. Frau Dr. Imhoff kennen Sie ja bereits. Ja, aber was haben Sie denn jetzt? Uns sagt ja keiner was. Ja, ist doch nichts Schlimmes, oder? Es ist so, dass Ihre beiden Söhne Ben und Jan an einer sehr seltenen Stoffwechselkrankheit leiden. Was? Wir sprechen vom Krieglener-Jahr-Syndrom. Das ist ein angeborener Enzymdefekt der Leberzellen. Und was heißt das? Das heißt, dass die Leber ihre Funktion nicht mehr erfüllt und nach auch andere Organe betroffen sein werden. Im Fall ihrer Kinder scheint bereits die Lunge angegriffen zu sein. Aber Sie können was dagegen machen, oder? Ja, wir können was dagegen machen, wir müssen sogar was dagegen machen. Es ist so, dass Ben und Jan eine Lebertransplantation brauchen. Was? Eine Transplantation? Aber die beiden sind doch aus dem Kleinen. Deswegen haben wir eine Dringlichkeitsanfrage bei eurer Transplant gestellt, ja. Und wie lange haben wir noch Zeit? Das ist natürlich ein bisschen schwer zu prognostizieren, aber 24 Stunden, vielleicht ein bisschen länger. Wissen Sie, was ich in unserem Beruf am bedrückendsten finde? Wenn uns die Hände gebunden sind. Mir geht's nicht anders. Aber was sollen wir jetzt anders machen, als abzuwarten? So lange nachdenken, bis uns eine Lösung eingefallen ist, wie wir die beiden retten können. Dr. Gruber, es gibt keine Lösung, die beiden zu retten. Außer ein rechtzeitiges Spenderorgan. Zumindest nicht für Säuglinge. Dann haben wir noch nicht lange darüber nachgedacht. Übrigens, ich gebe Ihnen meine Karte, falls Sie mich erreichen wollen. Haben Sie auch eine Karte? Leider nicht dabei. Sie stehen Ihrem Ruf wirklich in nichts nach. Naja, ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt einen habe. Vorsicht! Genau, schön einen Fuß vor den anderen setzen. Das ist keine Abkürzung. Das ist Selbstmord. Bloß nicht runterschauen. Immer schön vorne den Punkt fixieren auf dem Weg. Okay.
Los, nicht runterschauen. Prima. Nicht runterschauen. Na also. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Langsam. So. Ab hier geht's dann ungesichert.